Plötzlich sind sie da. Stechende Schmerzen in der Brust. Ein Herzinfarkt. Michael S. ruft den Notarzt. In weniger als 8 Minuten trifft er ein und misst den Puls. Bereits vor Ort wird ein EKG erstellt. Denn bereits vor dem Transport in die Notaufnahme können die Daten übermittelt werden. Durch ein sogenanntes Lifepack. Das EKG wird direkt in die Intensivstation des Klinikums Weiden gesendet. Der Oberarzt kann den Notarzt im Rettungswagen informieren und erste Behandlungswege einleiten. Im Rettungswagen werden weitere wichtige Daten des Patienten erhoben. Ankunft in der Notaufnahme. Die Daten des Patienten können sofort und ohne Wartezeit übergeben werden. Egal, wo sich der Patient befindet, es wird ein EKG geschrieben und dieses EKG wird übertragen über Telemedizin, eine UMTS-Verbindung, zum einen in das Interventionszentrum am Klinikum Weiden und gleichzeitig auf das iPhone des diensthabenden Oberarztes. Es erfolgt ein telefonischer Rückkontakt mit dem Handy und es kann dann vor Ort entschieden werden, dass der Patient oder ob der Patient eine Herzkatheteruntersuchung braucht. Noch vor dem Eintreffen ist die Intensivstation so auf den Patienten vorbereitet. Der Patient erhält einen Katheter. Durch ein Kontrastmittel werden die Herzkranzgefäße sichtbar. Und auch hier Einsatz von Telemedizin. Die Röntgenbilder werden live übertragen, damit die Entscheidung über die weitere Behandlung so schnell wie möglich fallen kann. Das Hinterwandgefäß ist ab, ist praktisch nicht mehr durchblutet und es wird jetzt über den Katheter ein Draht vorgeschoben und am Ende wird auch über diesen Draht eine Stütze, eine Metallstütze, ein sogenannter Stent eingesetzt. Das sehen Sie jetzt hier gleich und dieser Stent in der Entfaltung zeigt nochmal die Engstelle und nachdem dieser Stent komplett entfaltet ist, hat man wieder ein wiedereröffnetes, kräftiges Gefäß und der Patient hat damit weniger Muskelmasse verloren, eine bessere Überlebenswahrscheinlichkeit und eine bessere Langzeitprognose und bessere Belastbarkeit. Das Weidener Herzinfarktnetz. Im Akutfall lebensrettend.